Am Ende dieser Ausgabe von Ab ins Bett werdet ihr nicht nur fantastisch schlafen, ihr werdet auch von Königinnen, Königen, Burgen und Schlössern träumen. Ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, der Kinderpodcast. Hier ist euer Lieblingspodcast, hier ist Ab ins Bett mit der 452. Gute-Nacht-Geschichte für Sonntagabend. Ich bin Marco und ich freue mich, dass wir gemeinsam in diesen Sonntag starten mit ganz viel natürlich Recken und Strecken. Heute lohnt es sich ganz besonders, die Arme und die Beine, die Hände und die Füße zu nehmen und alles so weit weg vom Körper zu strecken, wie es nur geht. Macht euch da am besten ganz, 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 ganz lang, spannt jeden Muskel im Körper an. Und wenn ihr das gemacht habt, dann lasst euch ins Bett hinein plumpsen und sucht euch eine ganz bequeme Position. Und heute am Sonntagabend, da bin ich mir sicher, dass ihr die bequemste Position findet, die es überhaupt bei euch im Bett gibt. Ja, warum lohnt es sich heute so ganz besonders? Weil wenn man sich jetzt gut reckt und streckt, dann kann man gut schlafen, man kann die letzte Energie rauslassen und sich auf die neue Woche freuen. Und wenn ihr ein bisschen Energie habt nächste Woche, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch die Zeit nehmt und ein Bild malt. Ein Bild zur Lieblings-Ab-ins-Bett-Geschichte. Schickt mir das zum Beispiel per WhatsApp an 01525 179 6813, bitte mit den Eltern gemeinsam. Oder findet diesen Podcast hier auch bei Facebook und bei Instagram. Ab ins Bett heißt es da auch. Ja, und dann passiert etwas, dann werde ich nämlich diese Bilder, die von euch kommen, in ein kleines Heft drucken. Und was damit passiert, das verrate ich bald. Hier ist die 452. Gute-Nacht-Geschichte für Sonntagabend, den 21. November. Holly zu Besuch am Hofe. Holly ist ein ganz normales Mädchen. Sie hat ein tolles Wochenende erlebt, denn das war ein richtiges Spielwochenende. Ihre Cousine war zu Besuch. Sie wohnt ungefähr 2 Stunden entfernt oder auch 3 Stunden. Manchmal fährt Holly zu ihr und manchmal kommt sie zu Holly. Die zwei sind fast wie Schwestern. Holly denkt sich, dass es sich genau so anfühlt, bestimmt, wenn man eine Schwester hat. Auch ihre Cousine Charlotte, die hat keine Schwester, nur einen Bruder und mit dem streitet sie ganz oft. Holly und Charlotte streiten nie, so wie Schwestern wahrscheinlich auch nie streiten. So stellen es sich die beiden zumindest vor. Im Gegenteil, sie spielen zusammen, sie haben Spaß zusammen und sie machen alles zusammen. Dieses Wochenende war besonders schön, denn dieses Wochenende war ein Prinzessinnenwochenende. Schon als sie ihre Cousine kam, hatte sie ihr Prinzessinnenkleid an. Holly übrigens auch. Und dann begannen sie zu spielen. »Treten Sie ein, gnädige Prinzessin«, sagte Holly zu ihrer Cousine, und Charlotte erwiderte, »ja, sehr gern, ich liebe diese vornehme Behandlung bei Ihnen.« Sie redeten wirklich so, wie man es sich vorstellte, wie Prinzessinnen einst sprachen, mit einer hochgestochenen Sprache. Sie siezten sich und waren sehr, sehr damenhaft. »So sind Prinzessinnen eben«, dachte sich Holly. »Da hast du recht, Holly. Niemand muss sich dafür rechtfertigen. Hauptsache, es macht euch Spaß.« Und genauso ging es das ganze Wochenende. Holly und Charlotte hatten sogar eigene Bedienstete. Ja, tatsächlich. Die Eltern von Holly. Sie wurden gar nicht gefragt, aber sie machten ihre Aufgabe ganz gut. Sie brachten Essen. Sie versorgten die Kinder mit herrlich selbstgemachten Eistee. Naja, sie hätten vielleicht noch ein bisschen mehr Weintrauben bringen können. Den Weintrauben aßen die beiden Prinzessinnen ganz besonders gerne. »Das war jetzt aber schon fast 1 Kilo«, sagte der Papa. Ja, so viele Weintrauben hatten sie schon vernascht am ganzen Wochenende. »Ihr bekommt bald einen Weintraubenbauch«, sagte der Papa. »So ein Quatsch«, meinte Holly. »Ein Weintraubenbauch, sowas gibt es doch gar nicht.«
Das Prinzessinnenwochenende war am Sonntagnachmittag viel zu schnell vorbei, denn Charlotte wurde wieder abgeholt und sie fuhr nach Hause. Doch für Holly ging das Abenteuer jetzt erst richtig los. Als sie abends im Bett lag, die Augen zumachte, da schlief sie nicht etwa ein. Holly war weiter genau dort, wo sie sein wollte. Nämlich zu Gast am Hofe. Genau als Polly ihre Augen schließt, steht sie vor einem gigantischen Tor. Es ist nicht nur groß, sondern auch bezaubernd schön. Polly klopft. Und wie von Geisterhand öffnet sich dieses Tor. Und es zeigt ihr hinter dem Tor ein wunderschönes Schloss. Ein echtes, richtiges Märchenschloss mit prächtigen Bauten und großen Türmen. Da lebt sicher ein König, eine Königin, Prinzessin und Prinzen, da war sich Holly sicher. Sie geht den langen Weg entlang, bis sie vor der Eingangstür des Schlosses steht. Wieder klopft sie, diesmal öffnet ihr aber nicht der König oder die Königin, diesmal öffnet ein Diener. Er sah ein bisschen so aus wie Hollys Papa. »Prinzessin Holly, treten Sie ein«, sagte er. Er kannte ihren Namen, er wusste, dass sie Holly war. Vielleicht war es wirklich Hollys Papa, der sich in ihren Traum gemogelt hat. Sie geht ganz selbstverständlich durch das Schloss und sie schaut sich um. Die Bilder, die an der Wand hängen, kommen ihr sehr vertraut vor. Die Figuren, die herumstehen, auch die sind ihr sehr vertraut. Und überhaupt kennt sie jede Ecke und jeden Winkel des Schlosses. Am Ende eines langen Ganges steht sie vor einer Tür. Ihre Hand bewegt sich zur Türklinke zu und sie geht einfach so, nachdem sie die Tür geöffnet hat, in dieses Zimmer. Und sie glaubt es kaum. Das Zimmer sieht genauso aus wie ihr Kinderzimmer. Holly liegt sogar in ihrem Bett. Das ist ja ein verwirrender Traum, denkt sich Holly, als sie die Augen öffnet. Denn sie liegt tatsächlich in ihrem Bett, in ihrem Zimmer. Schnell geht sie zur Tür und schaut hinaus. Doch draußen ist nicht der lange Flur des Schlosses, sondern nur der Flur der Wohnung, dort, wo eben Holly lebt und dort, wo auch ihre Eltern leben. Und es ist auch kein Diener zu sehen. Am anderen Ende des Ganges sieht sie ihren Papa stehen. Und er sagte zu ihr, es ist Schlafenszeit, Prinzessin Holly, grinste ihr zu und zwinkerte zweimal. Holly weiß, genau wie du, jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz fest dran glauben. Und jetzt heißt's, ab ins Bett, träum was Schönes. Bis morgen, 18 Uhr, abinsbett.net.